Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Wie immer, am Wochenende bin ich nicht alleine in dieser Show. Heute, und da habe ich lange gezögert, ob ich das tue. Nein, ich habe nicht gezögert, aber ich habe heute eine Expertin hier, Silke Glab. Sie ist Psychologin und Performance Coach und es geht um das Thema, ja, Aufschieberitis zu Neudeutsch oder Procrastination. Herzlich willkommen, liebe Silke. Und sag mir doch gleich erstmal, was ist denn ein Performance Coach? Ja, also erstmal vielen Dank, Jana, dass du über deinen eigenen Schatten gesprungen bist und nach langem Zögern mich eingeladen hast. Ja, was ist ein Performance Coach? Also in meinem Sinne, was ich darunter verstehe, ist jemand, der wirklich aus seiner bisherigen Komfortzone in sein Bestes steigt, in seine beste Version von sich selbst. Und das heißt dann auch, seine Gedankengänge zu umstrukturieren, Gefühle zu verändern, sein Verhalten positiv zu verändern, dass man eben wirklich das erreichen kann, was in einem steckt oder in einer steckt. Und damit, wenn man so auf dieser Spur ist, zu seiner besten Version zu kommen, das bedeutet auch weniger Stress, weniger Angst, kein Burnout mehr. Und das ist Performance Coaching und das basiert eben auf, was im Englischen so heißt, Positive Psychology, auch Neuroscience ist dabei. Und das ist ziemlich gut studiert und es gibt wirklich Wege, wie man da hinkommt. Das finde ich so großartig. Generell, du hast ja auch die Brain-Boss-Methode erfunden. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber erstmal haben wir beide so überlegt, diese Aufschieberitis. Was ist denn da dran? Also ich kenne einige Menschen, die immer ganz viel große Pläne haben, so gerade vielleicht auch abends beim Glas Wein. Da sind wundervolle, riesige, bunte Wolken, die da gemalt werden. Und dann geht es zu dem Punkt, okay, jetzt müsste ich was dafür tun. Aber du, da habe ich keine Zeit, Silke, da habe ich was anderes vor. Meine Kinder und was weiß ich, das schlechte Wetter in Deutschland. Was ist da, was steckt da dahinter? Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere Ursachen dafür. Und eine Ursache ist zum Beispiel, dass die Leute dann feststellen, nachdem sie dieses Wunderwerk, diese Vision für sich entwickelt haben, dass sie das vielleicht nicht so perfekt erreichen können, wie sie sich das ausgemalt haben. Also da steckt oft auch eine Angst dahinter. Habe ich überhaupt dieses Potenzial und die Kraft, meine Vision so, wie ich sie sehe, das ist ja bisher nur ein Bild, ob die in der Realität genauso umgesetzt werden kann. Und dann kommt so dieses Aufwachen zu sagen, vielleicht bin ich doch nicht so gut. Vielleicht steckt das nicht in mir drin, dass ich das erreichen kann. Und dann geben die Leute auf oder fangen erst überhaupt nicht an. Für andere, die haben vielleicht noch nicht die Fähigkeiten dazu, dieses Ziel zu erreichen. Also die sagen, im Grunde genommen ist es möglich, muss auch nicht perfekt sein, aber ich muss mir da noch einiges aneignen. Und dann kommt so etwas wie Angst oder so etwas wie, also ich bin ja eher so ein Macher, ja. Bei mir ist eher das andere Problem, ich mache zuerst und denke dann. Also bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Ich kann ja jetzt manchmal nicht so gut verstehen, dass ich denke, ja, Mann, da muss ich noch ein Zertifikat machen, dann muss ich dieses und jenes. Und ich denke immer, mach doch erst mal. Also ich bin dann eher diejenige, die sagt, oh, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen zu schnell, weil ich sofort losstürme. Hat natürlich auch einen Nachteil, weil ich immer in verschiedene Richtungen stürme. Ne? Aber was steckt denn da dahinter bei diesen, ich brauche noch ein Zertifikat, ich bin nicht gut genug,
Was ist das? Ja, das hat auch was mit seinem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Also Zertifikate geben mir einen auch sozusagen die Anerkennung, dass ich qualifiziert dazu bin, das zu machen. Das ist auch das, was ich vorher angesprochen hatte, dass manche Leute denken, sie haben noch nicht die Fähigkeit oder sie haben noch nicht die Anerkennung bei anderen Leuten. Mhm. Weil durch ein Zertifikat kann ich mich mehr als Experte, Expertin zeigen. Damit im Kopf habe ich auch die Anerkennung von den Leuten, dass ich das auch so ausführen kann. Ja, also das ist, manchmal ist es so, dass du tatsächlich auch eine Fähigkeit dir aneignen musst. Dann ist es gut, ein Zertifikat zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Coaching-Bereich tätig sein möchtest, dann ist es wirklich gut, auch eine anerkannte Ausbildung zu machen. Oder du möchtest in die Programmierung. Klar ist es wichtig, dann in der Programmiersprache dich weitergebildet zu haben. Ja, damit du bestimmte Sachen dann umsetzen kannst. Und für manche Leute ist es nur der Aufbau des Selbstwertgefühls. Und dann ist es aber manchmal immer noch nicht genug. Ja, dann kommt nochmal die Ebene mit rein. Also ich bin immer noch nicht gut genug. Lass mich noch ein Zertifikat machen. Und dann, danach mache ich es. Und dann kommt nochmal ein anderes Zertifikat. Ich kenne wirklich einige Menschen, die das tun. Die sind so, so klug und so gut auf ihrem Gebiet. Ich bewundere die ohne Ende und denke immer, Mensch, du bist so viel klüger und schlauer und gebildeter als ich. Warum kommst du nicht, ich sag's jetzt mal ein bisschen unrein, in die Pötte? Was kann man denn, was können diese Menschen tun, die das vielleicht an sich selbst beobachten? Hier geht's ja auch um Marketing und Marketing hat ja ganz viel, also Marke ist ja gut und hinten kommt das Ting, das ist immer das Tun, wie ich so sage, also Marke tun lieber. Schön, schöner Begriff, ja. Und dieses Tun, was können denn die Menschen machen? Hast du da ein paar pragmatische Tipps aus deiner langen Erfahrung? Du arbeitest ja auch mit Menschen, die können ja auch zu dir kommen und sich da helfen lassen. Aber hast du jetzt gerade, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, vielleicht trifft mich das, hast du da einen Tipp? Also ich sage jetzt erstmal was theoretisch und dann kann ich auch eine praktische Übung dazu anbieten. Also gerade bei einmal haben wir gesagt, für manche ist das Ziel zu unerreichbar in der Realität und für andere, die vielleicht immer wieder diese Zertifikate nehmen, die haben vielleicht gar kein wichtiges Ziel. Das Ziel ist, sich selbst aufzubauen. Aber zu was? Zu was soll das alles führen? Und deshalb, um mit dieser Aufschieberei oder Aufschubititis, wie du es genannt hast, umzugehen, ist eine Sache zu schauen, was ist denn so ein Lebensziel von mir? Was ist wirklich ein weitreichendes Ziel? Was sind meine Werte? Man könnte auch sagen, was ist meine eigene Lebensphilosophie? Ja, ja? Also ich brauche ein weitgehendes Ziel. Ich muss mir auch im Klaren darüber sein, was mich wirklich interessiert. Ja, also meine Passion zu finden. Welche Themen interessieren mich? Welche Fragen möchte ich gerne beantwortet haben? Mit welchen Sachen oder in welchen Sachen möchte ich tiefer einsteigen? Und das hängt, da stellt man sich so Fragen, okay, mach eine Liste von 25 Themen, also nicht weniger, du kannst immer noch mehr machen. Mach eine Liste von 25 Themen, die dich wirklich interessieren. Die Ursprünge des Marketing bis in die Antike hinein. Ja? Sowas zum Beispiel. Also nicht nur Marketing, sondern Marketing bis in die Antike. Ja. Oder eine bestimmte Nische des Marketings sich rauszusuchen. Wie ist Industriemarketing? Wie ist Personal Marketing? Wann kam diese ganze Sache von Personal Branding auf? Ja? Und für jeden ganz spezifisch zu schauen, was sind denn meine 25 Interessensfelder? Und möglichst spezifisch darin zu sein.
und sich dann hinzusetzen und wirklich zu schauen, was sind Verbindungen zwischen den einzelnen Themen. Weil unser Gehirn mag gern Muster erkennen. Also dazu sind wir, ist ja unser Gehirn auch ausgelegt. Und wenn wir diese Muster erkennen, brauchen wir auch Fokus. Wir fokussieren uns zu dem Zeitpunkt. Und das ist dann wieder Dopaminausschüttung. Ja? Also allein diese Übung, 25 Sachen aufzuschreiben, die mich wirklich tief interessieren und die Zusammenhänge zu erkennen und dann tatsächlich auch mal online gehen und mich in das Thema einarbeiten, das bringt schon mal eine ganz andere Fokussierung mit sich. Ja, also das Gehirn wird sozusagen geladen auf etwas, was mir Spaß macht. Und das ist dann auch wieder Dopaminausschüttung. Und dann ist es wichtig, mit meinen Interessen, das ist also ein Driver, ist ein Antreiber, der dich aus der Ausschieberitis rausbringt, ist eben deine Passion zu finden. Und das Zweite, was ist wirklich so dein Sinn im Leben? Das sind ja die Deutschen ganz gut. Faust hat sich da über mehrere Jahrhunderte auseinandergesetzt. Das ist wirklich so, diese Sinnfrage zu stellen. Und die geht dahin, was ist massiver Einfluss, den ich in der Welt haben möchte? Oder was ist auch ein massiver Einfluss für mich? Also was möchte ich persönlich machen? Sich seine Wertekette anzuschauen. Auch eine Liste zu machen von den 10 höchsten Werten, die ich habe. Ist es wirklich mit Leuten in Verbindung zu treten? Ist es Kontakte aufzubauen? Ist es Kreativität? Ist es Sicherheit? Ist es Familie? Was sind deine wichtigsten Werte? Weil die Werte sind so wie Preisschilder auf unserem Frontalhirn gespeichert. Und das kam aus Erfahrungen. Also wir haben Erfahrungen gemacht und dann war diese Erfahrung besser als erwartet. Und dann wurde das auch sozusagen als Preistag, als Preisschild im Gehirn abgespeichert. Und wir gehen eher danach, was du sagst, also Aktionen, die unseren Werten entsprechen. Also da, die werden wir leichter umsetzen als andere. Ah, okay. Also ich mache es mir ein bisschen einfacher, indem ich schon in die, ja, in meine Lieblingszone gehe. Also mein höchster Wert ist ja Freiheit. Und jetzt wird mir auch einiges klar, warum ich Business-Pilgern durch die Welt marketiere sozusagen. Das hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viel miteinander zu tun. Aber was hat es damit auf sich bei mir zum Beispiel, dass ich Freiheit als höchsten Wert habe und dann eigentlich eher so ein Macher bin? Oder hat das miteinander nichts zu tun? Ist das? Also da kommen ja verschiedene Aspekte mit rein. Also das eine ist einmal das Interessensgebiet. Das ist diese Passion und die Muster zu erkennen. Und diese Passion sollte natürlich auch nicht im Konflikt mit deinem Lebensziel stehen. Und Wert oder dein Wert der Freiheit ist ja nur eins deiner Werte. Ja. Dahinter steckt aber auch noch, welchen massiven Einfluss möchtest du in der Welt oder einfach auch für dich selbst erreichen. Ja? Ja. Und ich weiß nicht, ob du das geteilt hast mit Leuten, ich würde nicht jetzt Endziel, das ist, was ist der höchste Einfluss, den du wirklich erreichen möchtest, der wirklich was Großes verändert, also der eine Veränderung in die Welt reinbringt. Ja, ich habe das schon mal geteilt mit unserer Idee der Stiftung, dass wir so gerne eine Stiftung gründen werden, das kann ich wirklich so sagen, und mit dieser Stiftung, also mit dem Geld aus der Stiftung, dann Kindern und Jugendlichen zeigen, ja, bildungsmäßig unterstützen und ihnen einfach zeigen, was es für Möglichkeiten in der Welt gibt. Und dazu braucht man eine andere Art der Bildung, als die, die gerade gemacht wird. Und ich denke, da gibt es auch noch ja einige Baustellen, was die Chancengleichheit betrifft. Oder überhaupt auch Menschen eine Chance zu geben, die vielleicht nicht aus einem guten Elternhaus kommen oder die anderweitig benachteiligt sind. Und ich glaube, da gibt es auf der Welt massig viel zu tun für diese Stiftung. Das ist das, was mich antreibt. Aber ja, und da hast du,
Mit dem Hintergedanken, dass ich denke, man kann nur frei sein, frei Entscheidungen treffen, wenn man auch den Background hat und die Möglichkeit hat. Ich darf ja nur so frei sein deshalb, weil ich alle Chancen gesehen habe und auch genutzt habe und natürlich überwiegend mit dem Kopf arbeite. Ne? Also das ist einfach so, weil den kann ich ja nicht vergessen, den habe ich ja immer mit. Und das ist ja auch deine Stärke. Und damit hast du, wie du das beschrieben hast, war deine Stimme, hatte eine ganz andere Tonation gehabt. Ja, also es ist für dich sehr klar, was dein Ziel ist oder wohin deine ganze Marketinggeschichte, wohin das mal führen soll. Und deshalb bist du auch aktiv dabei, weil du hast eine bestimmte Dringlichkeit. Ja, und deshalb einfach mal ins Machen, und die Straße ist vorgeebnet. Also das ist eine bestimmte Straße. Du hättest andere Straßen wählen können, du hättest in den Bildungsbereich gleich gehen können, ja, und hättest gesagt, okay, ich werde Lehrerin und dann steige ich da irgendwie auf und dann komme ich auch zu meiner Stiftung. Aber du hast jetzt für dich gewählt, weil in dem Marketing kommen wahrscheinlich andere Werte zum Tragen und es interessiert dich auch mehr und du hast mehr Eigenspielraum und du hast diese Straße gewählt, aber auch die andere hätte zu diesem anderen Ziel dann geführt, zu diesem massiven Ziel, diese Stiftung zu haben und mit der Stiftung dann wiederum Einfluss zu haben. Und deshalb fängst du einfach an. Es ist klar, dass du dich auf der Straße befindest und du möchtest nach vorne gehen. Ah, das ist interessant. So habe ich das noch nie gesehen. Vielen Dank, liebe Silke. Das sind immer wieder wahnsinnig tolle Einsichten. Und ihr Lieben, ich kann euch nur empfehlen, vernetzt euch mit der Silke Glab. Ich packe das auch dann in die Shownotes und ihr findet sie, wenn ihr sie einfach auch googelt. Das ist, da gibt's ganz viele wertvolle Impulse immer wieder von ihr und ich folge ihr sehr, sehr gerne. Auf LinkedIn vor allen Dingen. Dankeschön. Ja, und ich hatte ja noch so eine Übung, wenn wir noch Zeit haben, würde ich einfach die Übung machen. Und dann können die Leute selbst für sich reflektieren, was ist eigentlich die Botschaft dieser Aufschieberei? Weil die Botschaft ist auch nur ein Teil in uns. Und die hat eine Botschaft, die wir aufgreifen. Und wenn wir diese aufgreifen, haben wir auch wiederum Lösungen, wie wir damit umgehen können. Okay. Ja. Vielen Dank. Lass uns in die Übung starten. Was sollte man dabei, ist das beim Autofahren ungünstig? Oder? Ja, ich glaube, ich würde eher anhalten. Okay, also weil ich mich dann auf einen Teil von mir konzentriere und dann nicht mehr so auf die Straße achte, ja. Ich denke, es ist gut, also einfach kurz anhalten. Haltet kurz an oder hört später in den Podcast nochmal rein. Hört auf, irgendwie ein Rührgerät zu betätigen. Genau. Ja, keine Geräte mehr betätigen. Okay. Gut. Dann schlage ich vor, dass ihr bequem euch hinsetzt, wo auch immer ihr seid. Die Füße spürt, dass die Bodenkontakt haben oder zumindest Kontakt mit einer Unterfläche, ob das das Auto ist oder Fahrrad sollte man ja abgestiegen sein. Ja, bitte. Ja. Also, dass man einfach den Grund unter sich spürt, dass man auch die Unterlage spürt, auf der man gerade sitzt. Und dass man mal tief einatmet und ausatmet. Und dann feststellt, dass die Füße auf einer Unterlage sind, dass man auf etwas sitzt und dass man gerade tief ein- und ausatmet. Und jetzt stellen wir nochmal fest, dass die Füße auf einer Unterlage sind, dass man auf etwas sitzt und ein- und ausatmet. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr denn so seid, wann ihr das letzte Mal etwas aufgeschoben habt. Ja, wenn man gar keine Lust hatte, etwas zu tun. Es kommt auch häufig vor, wenn man gar nicht klar weiß, zum Beispiel in der Arbeit, was da die eigentliche Aufgabe ist, die man durchführen soll.
Ja, wann hat man etwas geschoben, sei es zu Hause, sei es in der Arbeit? Und stellt euch vor, dass so ein mentaler Bildschirm vor euch schwebt und seht diese Szene auf diesem Bildschirm. Und wenn ihr euch diese Szene anschaut, schaut mal, wie sich das anfühlt. Also wo spürt ihr das, wenn diese Aufschieberei kommt? Wo ist dieses Gefühl, dass man das jetzt nicht machen möchte? Wo spürt ihr das im Körper? Ja, da kommt ja eher so ein Impuls am Anfang. Ah, das ist mir nicht klar, das ist mir zu viel. Ach, in die Gym. Ah, nee, ich sitze jetzt gerade so schön. Dieses Gefühl, das vorab kommt. Und wo spürt ihr das in eurem Körper? Und wenn ihr das habt, dann gebt ihm eine Farbe. Ja, welches Gefühl oder welche Farbe hat dieses Gefühl? Gut, und jetzt machen wir nochmal einen weiteren Schritt. Jetzt geht dahin, wo ihr das in eurem Körper spürt und ihr seht ja jetzt auch die Farbe dieser Energie. Und jetzt greift ihr da einfach rein in euren Körper und setzt diese Energie vor euch hin. Ja, reingreifen und einfach vor euch hinsetzen. Und jetzt habt ihr diesen Teil, weil wir haben in unserer Persönlichkeit verschiedene Anteile. Und das ist dieser Teil der Aufschieberei. Jetzt will ich nicht morgen vielleicht oder übermorgen. Und jetzt könnt ihr ein Gespräch mit diesem Teil anfangen. Und ihr könnt ihn fragen oder sie fragen, was ist deine Aufgabe? Was willst du mir eigentlich sagen? Oder was willst du mir wirklich sagen? Und dann kann dieser Teil sagen, ach, du bürdest dir immer viel zu viel auf. Relax einfach mal. Oder der Teil kann zu dir sagen, Mensch, es muss nicht alles perfekt sein. Das ist gut so, fang doch eher mal an und dann kannst du es weiter ausbauen. Oder der Teil sagt, ich weiß gar nicht, warum ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Oder der Teil sagt, mir ist die Aufgabe gar nicht klar. Also geh lieber nochmal zurück und frag dein Chef, deine Chefin, was jetzt wirklich die Aufgabe ist, dir ist es doch überhaupt nicht klar. Oder der Anteil sagt, ich glaube, du kannst es noch gar nicht richtig ausführen. Du hast noch gar nicht die Fähigkeit dazu. Du musst da noch was lernen. Wie kannst du eine Webseite gestalten, wenn du nicht die Basics von Webdesign hast? Oder du musst es auslagern. Höre mal, ich habe jetzt viele Beispiele gegeben, was dieser Teil sagen kann. Und das kann individuell für euch sein. Sucht euch einfach raus, was es ist. So, und wenn ihr das jetzt gehört habt, was die Botschaft von dieser Aufschieberei ist, dann könnt ihr sagen, wow, Dankeschön. Das habe ich so gar nicht gewusst. Und jetzt könnt ihr diesen Anteil Lösungsvorschläge geben. Ja, ich gehe morgen zu meinem Chef und frage da oder zu meiner Chefin und frage da nochmal richtig nach. Ja, ich mache einen Kurs. Ah ja, zu Gym. Ich mache mir am Abend zuvor, richte ich meine Sporttasche her, stell alles vor meine Schlafzimmertür, sodass ich gleich darüber stolpere. Also mach wirklich Vorschläge und gib sie diesem Teil zurück. Und dann höre, ob der Teil jetzt sagt, wow, das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, jetzt kann ich gehen. Oder dieser Teil sagt, überleg dir noch mal was. Komm noch mal mit einem anderen Vorschlag. Ja, und dann macht ihr das so lange, bis der Anteil sagt, wow, das ist ein guter Vorschlag, Aufgabe erfüllt, ich kann gehen.
Also ein sehr spielerischer Umgang. Aber das ist wirklich wichtig, so dass man das aus sich herausnimmt, dass man so einen objektiven Blick hat und nicht sich selbst, sondern das ist ja nur der Anteil. Das ist ja nur ein Teil von mir. Und im Dialog kann ich dann auf Lösungen kommen, kann also wieder mein exekutives Gehirn einschalten und das Problem lösen. Das ist ja toll. Also, das war eine tolle Übung. Ich habe ein bisschen mitgemacht. Nein, ich habe es gesehen, ja. Ja, und finde das auch immer wieder so, es sind ist so einfach und trotzdem so tiefgehend, ne? Ja, und hast du das gemerkt, wie das so aus dir herausging? Ja. Was hast du danach gespürt, wie das aus dir heraus war? Ich war nicht mehr damit emotional verbunden in dem Sinne. Genau. Also ich war, es war nicht mehr, dass ich selbst gesagt habe, oh, ich schiebe das Telefonat schon so lange vor mich her, ne? Oder solche Dinge. Also es war nicht mehr, dass ich mich selbst beschuldigt habe sozusagen, sondern das Ding da, also diesen Teil, konnte ich ganz normal angucken, sagen, ja, sag mal, wir müssen mal reden, ne? Ja, genau. Und dann kommen halt auch so Sachen raus. Also wenn es jemand ist, der sich vor einem bestimmten Gespräch, also ein bestimmtes Gespräch immer weiter in die Ferne schiebt, einfach nochmal zu reflektieren, was steckt dahinter? Ist es, dass wir einen Konflikt nicht gelöst haben? Ist es, dass ich eine Absage oder dass ich Angst habe, eine Absage zu erhalten? Ja. Oder was ist es? Und das kommt dann eben durch das Gespräch mit dem Teil, kommt es sehr deutlich heraus. Absolut. Und ich mache die Übung auch dann gleich nochmal mit mir und bin gespannt, was da rauskommt. Weil natürlich habe ich das an bestimmten Stellen auch. Ich bin ja nicht immer nur ein Macher. Ja. Habe ich festgestellt gerade. Ich habe nämlich überlegt, was ist denn das, was ich zuletzt so verschoben habe? Ja, und da gibt es was. Und das hat jeder. Also es gibt jetzt keine, oder ich habe selten jemanden erlebt, der alles so sofort gemacht hat, der diese Aufschieberei nicht hat. Also das ist was ganz Normales. Und indem wir uns damit auseinandersetzen, indem wir das aus uns herausnehmen, dann können wir auch eine Lösung uns erarbeiten. Ja, und ich finde es so wertvoll, dass wir uns dann halt nicht mehr selbst so beschuldigen oder wie soll ich sagen? Selbst in Anführungsstrichen verurteilen. Ja, hast du wieder nicht. Guck mal deine To-Do-List und jede Woche schiebst du. Ich schreibe ja immer To-Do-Listen und ich merke, wenn eine Aufgabe immer wieder von einem Tag auf den anderen übertragen wird, was ist da los? Da kann man dann sehr gut damit umgehen. Das ist eine super Reflexion, nämlich nochmal zurückgehend, was wir am Anfang besprochen haben, also erstmal die Passion, dass die dann auch im Einklang ist mit dem, was du wirklich massiv erreichen möchtest. Wenn das klar ist, dann kannst du dir auch Unterziele setzen. Wie komme ich dahin? Ja, bei dir war es zum Beispiel, ich gründe eine eigene Kommunikationsagentur. Ja, und dann hast du das als Ziel schon erreicht, aber dann gibt es Monatsziele, dann gibt es Wochenziele und Tagesziele. Und diese Tagesziele, das Gute dann daran ist, dass alle Ziele sozusagen aufeinander aufgebaut sind zu dem eigentlichen Ziel, was ich erreichen möchte. Und dann habe ich noch in meinem Gehirn diese Passion, also diese innere Motivation, also Passion ist ja nichts anderes als innere Leidenschaft, innere Motivation dafür. Und Motivation bedeutet ja nach vorne schreiten, also sich nach vorne bewegen. Ja, und damit hast du dann auch alles, was dem Gehirn wichtig ist, dann Aufgaben zu erfüllen, hast du dann. Also du hast dieses Compassion, du hast Dopamin, du hast eine Richtung vorgegeben für dein Gehirn, was ja auch immer wichtig ist. Ja. Und dann hast du diese Tagesziele und die brauchst du nicht zu übertreiben, weil am Ende des Tages solltest du eben auch einen Tick machen. Und das ist dann auch wieder so ein Reward, eine Auszeichnung für dein Gehirn, das dann auch wieder mit einer Dopaminausschüttung
erfolgt, ja. Und das Gehirn will ja immer wieder eine Dopaminausschüttung haben und deshalb werden dann die Ziele des nächsten Tages auch leichter angegangen. Mhm. Ja. Das ist die Theorie, also es zeigt sich auch oft so. Natürlich gibt es dann auch bestimmte Stimmungsschwankungen, Glaubenssätze, die da irgendwie dazwischen funken. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Modell, um aus der Aufschieberei herauszukommen und sich eine Struktur zu entwickeln. Das ist so unendlich wertvoll, was du hier teilst mit uns. Und ich bin da ganz, ganz doll dankbar, weil es wirklich auch nochmal in mir so das ein oder andere ja angetriggert hat, wo ich nochmal gerne drüber nachdenken möchte. Also es ist schon sehr, sehr viel klar, aber es gibt natürlich auch gerade so Tage, wo man denkt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ist das alles richtig? Es dauert noch so lange. Ich bin ja auch nicht geduldig. Also all diese Dinge, die kommen ja dann da dazu. Und da ist es unglaublich wertvoll, auch dann diese Übung zu machen. Ich danke dir sehr, liebe Silke, dass du die mit uns geteilt hast. Wenn jemand noch, du machst ja auch noch viel mehr andere Dinge. Erzähl mir doch nochmal ein ganz bisschen was über die Brain Boss Methode. Ich finde den Namen so cool. Also Marketing. Ja. Dankeschön. Weil das kann man sich gut merken, ne? Also das ist, genau. Ich habe sofort im Bild. Oh ja, ich bin ja hier der Boss, nicht die anderen. Genau. Und der Hintergrund ist tatsächlich, dass, also zum größten Teil all das, was wir erleben, was wir tun, was wir fühlen, geht wirklich vom Gehirn aus und deshalb eben auch the brain. Ja. Und wie viele Leute sagen, oh, wir nutzen nur eine bestimmte Kapazität unseres Gehirns, das stimmt so nicht. Also alle Teile des Gehirns sind permanent ausgelastet. Es gibt ja die verschiedenen Teile des Gehirns, die einmal für Hören, Sehen, Geschmack, Körperwahrnehmungen wirklich so strukturiert sind. Und die sind alle miteinander verbunden. Und da gibt es keinen Teil, der nicht ausgelastet ist. Und das ist ja nicht nur die Oberfläche des Gehirns, sondern auch im Gehirn selbst gibt es ja auch wieder Schichtungen von wirklich bewusster Wahrnehmung, unbewusster Wahrnehmung, Teile, in denen unsere Gefühle gesteuert werden, in denen Gefühle erkannt werden, Emotionen ausgelöst werden, die willkürlich sind, also die nicht in unserer eigenen Kraft stehen. Und oft ist es auch so, dass bevor wir eine Entscheidung bewusst wahrnehmen, dass die entsprechende Gehirnregion schon feuert, ohne dass wir das jetzt bewusst wissen. Ah, jetzt habe ich mich dazu entschieden. Und mit der Brain Boss Methode habe ich mir vorgenommen, so eine Crossroad, also wo Therapie und Coaching und Mentoring zusammenkommen. Also der einen Seite das Ich zu betrachten mit seinen Gefühlen, mit seinen Werten, mit seinen Glaubenssätzen und zu reflektieren, warum bestimmte Glaubenssätze und Gefühle sich so entwickelt haben. Und das bedeutet oft auch nochmal so eine Retrospektive in die Vergangenheit, weil oft die meisten Glaubenssätze sind in der Kindheit entstanden. Das ist so eine Phase, wo wir viel aufsaugen, wo wir Erfahrungen machen, Lebenserfahrungen machen, andere Rollenbilder haben, wo wir auch nicht differenzieren können zwischen ich und dem anderen. Also da fehlt noch die Perspektive, die erst später im Alter kommt. Und deshalb sind da die ersten Glaubenssätze geformt worden. Und ähnliche Ereignisse gehen in denselben Topf hinein, sage ich immer. Ja, gehen auf dieselbe Schleife, auf dieselbe neuronale Schleife. Und das wird dann immer mehr verstärkt, weil warum soll ich neue Wege einschlagen, wenn Ereignisse ähnlich sind? Also wird der Pfad immer wieder begangen. Und das kann dann sein, dass man 40 ist, aber noch ein Programm einer oder eines Sechsjährigen hat.
in einer bestimmten Situation. Und das einfach zu reflektieren und dann Abschied von dem Programm zu nehmen, zu sagen, okay, das war sehr wichtig und ich verstehe jetzt auch, warum ich als Sechsjährige so gedacht habe. Jetzt als Erwachsene denke ich aber ganz anders. Ja, und dann wird das neu sozusagen im Gehirn eingespeichert. Also es wird eine neue Spur gelegt, auf die ich jetzt aufbauen kann. Und bei Gefühlen ist es ähnlich. Also Gefühle sind oft auch an Ereignisse gekoppelt. Und die bei manchen Gefühlen, die sind dann immer noch in unserem Körper so einprogrammiert. Wenn man so Chakra-Methoden kennt, dann sagen die sogar auf bestimmten Chakren oder Körperorganen sind bestimmte Gefühle gespeichert, weil natürlich Emotionen im Körper stattfinden. Und das auch aufzulösen. Und wenn das dann erreicht ist, was dann so im Coaching kommt, zu sagen, okay, was sind denn jetzt wirklich meine Wertvorstellungen? Was ist wirklich meine Lebensphilosophie? Die Passion sehr eindeutig für jemanden zu machen. Ja, wo man sagt, ja, da stehe ich jetzt dahinter. Und das ist auch nochmal ein Prozess, das zu reflektieren. Das geht jetzt nicht in, wenn man sich einmal hinsetzt. Ja, das ist immer wieder so eine Reflexion. Und das ist dann so diese Ich-Ebene. Und dann gibt es noch die Ebene, wo das Wir ist. Also ein Ich ist ja nicht alleine, sondern ist in ein Familiensystem eingebunden. Ja, das kann deine Ursprungsfamilie sein, das kann deine jetzige Familie sein, kann aber auch dein Arbeitsumfeld sein. Bist ja immer Teil einer Abteilung, eines Unternehmens, eines was auch immer. Und das Ich dann in Bezug zu anderen zu reflektieren, das ist dann diese systemische Arbeit. Ja, und dann eben noch diese neuronale Arbeit, wo man schaut, okay, was gibt es wirklich an Studien, was dem Gehirn gut tut. Das hat dann was zu tun mit Dankbarkeit. Ja, das heißt auch Meaning, also Bedeutung, Sinn zu finden im Leben. Das ist dann dieses ganze Modell von Maslow, wo dann wirklich reflektiert wird oder Vergebung. Ja. Zu zeigen. Ja, Vergebung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Und dann auch zu lernen, wie man in ein, man nennt es im Englischen diesen Flow State, also wirklich so in einen Zustand zu kommen, wo alles einem leicht fällt, die Zeit vergeht, man ist wirklich so im Tun und man wird Teil des Ganzen, also das Ich verschwindet. Und das ist natürlich auch alles, was vom Gehirn aus, also das sind dann bestimmte chemische Botenstoffe, es sind aber auch Gehirnwellen, die sich in so einem Zustand verändern. Und so dieses ganze Paket von Außenbetrachtung, also was macht das Gehirn, wie kann man das auch trainieren, als auch die innere Perspektive, das Ich und seine Umgebung, das macht die Brainboss-Methode aus. Das ist so gut erklärt, weil ich finde es richtig toll. Und ich sage ja immer im Marketing, das eine ist die Technik. Wie setze ich einen LinkedIn-Post? Welche Webseite setze ich auf? Mache ich SEO oder auch nicht? Also das sind alles für mich technische Tools. Aber was davor kommt, ist ja das ganze Thema Mindset. Wie gehe ich denn da rein? Ist das wirklich das, was ich möchte und will und so weiter? Und da ist es ja wirklich schön, ein Brainboss zu sein, um es mal so auszudrücken, also tatsächlich Chef zu sein, mehr noch zu werden und das Ganze zu führen. Und das gelingt ja mit deiner Hilfe. Ja, also die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, haben dies bestätigt. Und man kann eben dann auch schauen, wo jemand gerade steht, was gerade wichtig in dem Augenblick ist. Das war jetzt mal das gesamte Konzept der Brainboss-Methode dargestellt. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Silke, dass du hier so viel von deinem Wissen geteilt hast. Und ihr Lieben, ich kann euch echt nur empfehlen, folgt der Silke auf LinkedIn oder schaut auf ihre Website. Ihr findet das alles.
Und verbindet euch mit ihr, weil da kommt, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele von uns haben an der einen oder anderen Stelle eine Situation, wo sie nicht Brainboss sind. Auch ich schließe mich da überhaupt. Da bin ich auch nicht ausgenommen. Also da bin ich auch nicht ausgenommen. Ich habe ja all die Sachen, die ich, ich bin ja Psychologin, ich bin jetzt nicht in die Psychoanalyse gegangen, aber ich habe viel an mir selbst gearbeitet und das sind dann die Tools, von denen ich selbst gesagt habe, die haben mich wirklich weitergebracht und die auch die meine Kunden weitergebracht haben, meine Klienten weitergebracht haben. Genau, und das ist etwas, was ich einfach nur empfehlen kann, egal ob ihr jetzt an Aufschieberitis leidet. Da könnt ihr ja schon die ersten Schritt machen. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr macht die Übung tatsächlich oder hört auch nochmal rein, weil das ist so wertvoll. Liebe Silke, es bleibt mir Danke zu sagen, dich zu verabschieden und mich zu freuen auf alles, was noch kommt. Also erstmal vielen Dank, Jana, für die Möglichkeit, dass ich auf deiner Show sein konnte. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, danke fürs Reinhören. Danke, ihr Lieben. Tschüss.